So, okay, und hier bin ich wieder heute. Dein zweites Mal melde ich mich zurück mit meinem zweiten Projekt, denn ab jetzt werden immer zwei Sachen hochgeladen, wie ich aber bereits angekündigt hatte. So ist richtig. Okay, und neben Mischief Makers, was inzwischen schon hochgeladen sein dürfte, spiele ich hier noch Mystic Quest Legend. Allerdings anders als bei Mischief Makers werden hier von zwei Videos hochgeladen. Und wieso darf ich nicht steuern? Moment, ich habe meine Steuerung noch gerade eingestellt. Was soll das? Warum stellt sich diese Steuerung eigentlich an und wieder um? Okay, ja, und wir spielen halt Mystic Quest Legend. Ich kenne dieses RPG noch aus alten Zeiten, sage ich mal. Es war so ziemlich das erste Rollenspiel, was ich jemals gespielt habe. Also ich habe es gespielt, als es rauskam. So. Genau, also ich habe es gespielt, als es durchkam. Als es rauskam. Und ja, seitdem nie wieder. So, okay. Sushi. Das heißt, ich werde es relativ blind spielen. Ich werde es auch blind markieren, weil ich weiß halt wirklich gar nichts mehr. Ich kenne auch ein paar Bosse und den Namen von ein paar Charakteren. Das war's aber auch schon. Was ist passiert? Wo bin ich? Schnell, lass uns von dir verschwinden! Oh mein Gott, was ist los? Ja, und dieses Spiel hat so eine verdammt epische Musik. Ich liebe den Soundtrack von diesem verdammten genialen Spiel. Das ist ein so tolles Spiel. Beeil dich, spring zu mir rüber. B-Knopf. Okay. Psch. Oh mein Gott, das schleppt alles ein! Katastrophe, Zerstörung, Vernichtung der Welt! Oh mein Gott, was haben wir tun? Na, das Spiel geht direkt mit voller Action los. Und wir können sogar reden, wir haben eine Sprachausgabe. Ein Held, der nicht stumm ist, das gefällt mir schon mal sehr, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Die Prophezeiung erfüllt sich, die Horden des Bösen sind in das Land eingefallen und haben die Kristalle der Erde in ihre Gewalt gebracht. Der Fokusturm, einst das Herz dieser Welt, ist nun das Zentrum der Finsternis. Nur einer kann das Licht retten. Du, Sushi. Naja, wir sind wahrscheinlich der Auserwählte. Hab ich recht? Ich? Ja, du, Sushi. Du bist der Prophezeite. Oh mein Gott, wir sind einfach so der Prophezeite. Wir sind aus dem Nichts erschienen und... Ah, kein Monster! Holy shit. Der erste Bossgegner. Tauros, kämpfen. Wir haben, glaube ich, am Anfang nur Tauros attackiert mit dem Zornhorn. Den Zornhorn. Psch. Eisenschwert. Ja, ich glaube, wir haben am Anfang haben nur das Eisenschwert am Anfang. Magie, haben wir da irgendwas? Nö, hier schalten wir später noch tolle Sachen frei. Göttliche Attacken, Kosmos. Ja. Aber wie gesagt, am Anfang können wir halt nichts machen, außer mit dem Schwert auf dieses Wesen einzuprügeln, bis es stirbt. Stirb. Moment, ich bin fast tot. Kann das sein? Rucksack. What the? Ich hab nichts. Sterbe ich jetzt? Tauros attackiert mit Zornhorn. Okay, gut, gut, gut. Eisenschwert. Er hat schon geschwächt, man sieht es. Oh mein Gott, jetzt rastet er aus. Nein, was zum? Deine Gruppe wurde bezwungen, Sushi. Aufgeben? Pff, nein. Ich konnte nichts machen. Ich hab nur diese eine Möglichkeit. Egal, nochmal kämpfen. Attackiert mit Zornhorn. Die Attacke muss mal fehlschlagen von dem. Sushi attackiert mit Eisenschwert. Oder hat er gerade eben einen kritischen Schlag gemacht? Ich habe es nicht so genau gesehen, ehrlich gesagt. Schwer, ja, genau da. Schwerer Treffer. Pff, Mann, das fällt mir schon mal geil. Vorbei. Oh Mann, geil. Okay, wir geben immer noch nicht auf. Wir dürfen gleich direkt nochmal gegen das Vieh kämpfen. Ja, wir haben einen epischen Start, den wir hier hinlegen, den wir voll auf die Fresse kriegen von diesem Vieh. Deine Gruppe wurde bezogen. Aufgeben? Nein, natürlich nicht. Da sind wir wieder. Hallo. Auf ein drittes. Alle guten Dinge sind drei, sagt man so schön. Also, ja, Zornhorn. Herzlichen Glückwunsch. Attackiert mit Eisenschwert. So, wir machen 25 Schaden, was nicht viel ist. Aber er macht 6 Schaden, was noch viel weniger ist. Aber er hat mehr... Yes, schwerer Treffer. Verdammt. Monster besiegt. 84 Erfahrungspunkte gewonnen. 3 GM gefunden. Du hast mich gerettet. So wie du auch die Kristalle retten wirst. Keine Ahnung. Das denke ich auch. Wo finde ich die Kristalle? Wer suche, der finde. Danke für den tollen Tipp. Jetzt aber weg hier. Folge mir in den Geisterwald. Jo, ich kann auch fliegen, du. Genau, spring einfach runter, komm. Na gut, geh den Berg einfach runter. Der Berg stürzt ein, der alte Mann, der rennt davon und wir gehen einfach normal da runter. So, nichts für uns. Zack, bumm, alles kaputt. Geisterwald, jupp, da wartest du auf uns, hast du gesagt. Dann gehen wir mal da rein. Geisterwald, hallo.
Das ist also der Geisterwald? Gehe deinen Weg. Was zum Ver... Ja, solche Spiele, die fangen schon mal geil an. Also, wir sind jetzt hier und wir sind Sushi. Hui, hui, hui. Wir können springen und... Genau, wir haben das Schwert hier. Fushka, Fushka. Ja. So, und ich überlege gerade, können wir noch irgendwelche lustigen Sachen machen? So, also wir haben hier den Pausenbildschirm. Rucksack. Magie, Kleidung, Waffen, Befinden, Sonstiges und Speichern. Ja, gucken wir mal rein. Rucksack. Okay, cool. Nichts. Aber warte mal, ich habe den falschen Stoff mit dem Rucksack. Ja, das sind dann irgendwie Items, Heiltränke etc. Nehme ich mal an, die wir finden können. Magie. Ja, das bringt uns jetzt nichts. Kleidung, Ausrüstung. Ja, das haben wir. Ja, angelegt. Okay, Waffen. Wir haben das Eisenschwert. Befinden. Ach, unsere Werte, okay. Elemente, Spezial. Und Sonstiges. Lebensanzeige, Steuerung, Textgeschwindigkeit. Kommst du hier. So. Und dann haben wir noch diese Leck-Taste, die macht scheinbar nichts. R und L macht auch nichts, das ist gut. Und die Tasten machen auch nichts. Doch, die Taste speichert. Yes, bitte speichern. Speichern, speichern. Achso, da schon gespeichert. Okay. Gut, also, wir rennen mal durch den Geisterwald. In einer Aufgabe, die uns nie erteilt wurde. Doch, wir haben eine Aufgabe. Finde die Kristalle. Hallo, du da. Achso, das ist ein Mensch, der mir helfen muss. Ich dachte, es wäre ein Monster. Kannst du den Fels beiseite schieben? Wenn du mich durchlässt. Boah. Danke! Suche Kalian Foresta und gib mir das. Baumwelke erhalten. Okay. Mama, Mama! Hallo Truhe. Krafttrank gefunden. Oh yeah, 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 yeah. So, warst du schon bei Kalian? Nein, da geht ich ja nun. Kalia! Ich erinnere mich, ich glaube Kalia ist unser. Ich glaube, sie war wichtig, irgendwie. Diese Erinnerung zu haben. Genau wie eine gewisse Phobia. Tristan oder so. Ja, schauen wir mal. Kalias Hütte. Oh mein Gott. Das bist du. Ich glaube, ich habe die Erinnerung. Hi, ich bin Kalia. Im Wald versperrt ein Baum den Weg nach draußen. Ich werde ihn fällen. Uah. Nein, nimm die Axt. Du kannst für eine Axt umgehen, Mädchen. Bis später, Mama. Jo, die Holzfällerin macht sie auf den Weg. Kalia schließt sich dir an. Cool. Geil. Oh, episch. Sie kommt einfach mal so mit. So, hey, hi. Ich kenne dich nicht, wir haben nie ein Wort gewechselt, aber ist egal. Mein geliebter Max hat seine Mütze vergessen. Mein geliebter, das kommt mir... Verdammt, warum passt das so auf eine andere Person, an die ich gerade denken muss? Okay. Gut, ihr geliebter Max hat seine Mütze vergessen. Okay, super. Kugel. Fuschka, nein, okay, wir fällen den Baum jetzt. Ach, ich liebe dieses Spiel, es ist voll... Wie soll ich sagen, es ist einfach total oldschool, retro und wunderschön einfach nur. Ach. Hallo, alte Frau. Gestern war ich noch ein Kind. Lüge. Nein, wir fällen den Baum jetzt aber noch nicht. Ich möchte mich erstmal ein bisschen hier umsehen. Oder? Doch, okay. Wir sehen uns einfach. Hallo, hallo. Der Kristall der Erde ist in der Knochenhöhle. Oh, gut zu wissen. Im Geisterpark wachsen seltsame Bäume. Oh, gut zu wissen. Ja, hier waren die NPC-Texte noch einfach strukturiert und jeder hat sie sofort verstanden. Ohne dass man mit 5000 Zeitquests zugeballert wird, aber ist egal. Du siehst müde aus, leg dich doch ans Bett. Ach, okay. Wenn du dafür zahlen musst, gerne. Geil, Gratisheilung. Gratisheilung ist immer gut, vor allem in solchen Spielen kann man das gut gebrauchen später. Finde die 4, jetzt 4, gerade eben waren es noch 5. Na egal. Okay, suchen wir. Jeder weiß scheinbar, dass ich der Auserwählte bin. Das heißt, wir gehen unserem Job direkt mal nach und wollen sie nicht enttäuschen. Finden wir die Kristalle, aber erstmal gehe ich hier rein. In die lustigen Baumstumpfhäuser. Hallo, alter Mann. Hallo, alter Mann. Danke für deine Hilfe, ich schenke dir die Truhe. Gerne. Das war wohl der Alte aus dem... toll, toll, da komme ich auch voll dran. Stimmt, hier ist irgendwie hinten lang. Ruschka, Ruschka, Ruschka. Nein, natürlich geht's da nicht lang. Oh mein, er glaubt ihr, ich hab euch nicht durchschaut. So. Springen, springen und springen. Okay, gehen wir hinten rein und gucken mal, was da so drin liegt. Eine Kiste, Kraftzauber gefunden. Und das war der erste Zauber. Moment, Startknopf. So, Rucksack. Magie, da ist es, Kraftzauber. Ach, der heilt, glaube ich. Ja, der
perfekt, perfekt. Gut, dass ich da noch hingegangen bin, weil... warte, habe ich das hier richtig? Nein, das war falsch. Gut, aber gut, kann ich auch nochmal speichern. Also wenn ich... Ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, die Zauber kann man leveln oder werden sie stärker oder sowas? Ich bin gerade echt unsicher, aber... Ich glaube, man konnte sie irgendwie aufbessern. Und hier sind wir nur im Wasser und bringt uns nichts. Ich mich dann noch zu dem Alten da. Und dann gehen wir auf den Weg zum Wald, zum Geisterwald, in dem wir einen Baum fällen sollen. Lalala, mit Kalia zusammen, die eine Axt besitzt, was ich irgendwie cool finde. Ich bin gealtert. Was du nicht sagst. Episch. Epic Dialog ist epic. So, warte, da ist noch ein Brunnen. Da gibt's bestimmt... Der sieht verdächtig brunnig aus. Was laber ich da schon wieder? Der sieht verdächtig aus, so.